1931 bezog der Künstler Ernst Barlach sein Atelierhaus in Güstrow. Seit 1978 ist das Haus für die Öffentlichkeit zugänglich. Nach rund 30 Jahren wurde das Gebäude am Inselsee saniert und modernisiert. 300.000 Euro wurden für die Neugestaltung der Räume benötigt, welche schon bald die Dauerausstellung des Künstlers beherbergen werden. Wir haben einen wunderbaren alten Terrazzoboden in der Küche von Ernst Barlach gefunden, den wir wieder freigelegt haben. Wir haben Wände gestrichen, Fenster, Türen, Heizkörper und wir haben eine ganz tolle neue Beleuchtung. Und bei der Gelegenheit haben wir auch noch die Hindernisse für Menschen mit einer Gehbehinderung reduziert und haben die Schwellen in den historischen Räumen entfernt, sodass man jetzt möglichst barrierearm durch unsere neue Dauerausstellung dann in Zukunft gehen kann. Das Gebäude entstand als Arbeitsstätte für Ernst Barlach. Bevor die Dauerausstellung des Künstlers in die Räumlichkeiten jetzt einziehen wird, gibt es eine Zwischenintervention zu sehen mit seinen sehr selten gezeigten Werken. Diese lagen bisher verborgen im Depot der Ernst-Barlach-Museen. Wir haben diese Werke sortiert mal nach Material. Das heißt, wir haben einen Bronzeraum, in dem wir uns jetzt hier gerade befinden. Dann haben wir einen Gipsraum vorbereitet, in dem man die Gipsmodelle Barlachs sehen kann in verschiedenen farbigen Fassungen. Und dann haben wir das große Atelier mit den Highlights unserer Depots und unserer Ausstellung angereichert, wo man dann auch noch einmal ganz wesentliche Werke Barlachs sehen kann, einmal im Endstadium und teilweise eben auch in wichtigen Vorstufen. In der bevorstehenden Dauerausstellung werden thematisch sortierte Räume zu sehen sein. Dabei wird das Schaffen von Ernst Barlach chronologisch erläutert. Die Vorbereitungen für die Dauerausstellung laufen bereits auf Hochtouren. Diplom-Restauratorin Nicole Zornikau aus Hamburg kümmert sich derzeit um die Restaurierung der Holzskulptur Der Träumer von Ernst Barlach aus dem Jahr 1925. Die Besucherinnen und Besucher konnten der Restauratorin bei der Arbeit über die Schulter schauen. Sie saß mitten in der Ausstellung der Künstlerin Susanne Rast. Der Träumer ist eine der wichtigsten Arbeiten aus Holz, die die Ernst-Barlach-Museen in ihrem Besitz haben. Wichtig ist, dass die Spuren der Restaurierung nachvollziehbar bleiben. Es gab viele Kratzer in der Oberfläche und wir haben uns jetzt mit der Restauratorin abgestimmt, dass wir hier eine sehr schonende Restaurierung vornehmen, dass wir vor allem die Kratzer retuschieren. Das heißt, wir haben einen Schellack und angeriebene Pigmente in der jeweiligen Farbe getönt und werden die einzelnen Stellen durch die Restauratorin hier punktiert farbig einfärben, um die Oberfläche möglichst wieder in einem ansprechenden, homogenen Erscheinungsbild herzustellen, damit der Besucher nicht durch die Kratzer abgelenkt wird vom eigentlichen Kunstwerk. Finanziell wurde die Restaurierung durch den Freundeskreis Güstrower Museen der Ernst-Barlach-Museen unterstützt. Im Spätsommer 2022 soll das Ernst-Barlach-Atelier die Dauerausstellung des Künstlers beherbergen. Barrierefrei sollen seine Lebenswerke allen Besuchern und Besucherinnen zugänglich gemacht werden.